Wir haben hier einen Reingrünerbetrieb mit Milchvieh. Wir melken derzeit 180 Kühe, haben 20 trockenstehende Kühe und haben noch 200 Stück Nachzucht. Wir sind hier am Anfang der Eifel. Die ersten Züge, oder hier fängt es dann an, bergisch zu werden. Vom Flachen kommen wir langsam ins Bergische hier. Und ja, ganz genau sind wir in Bad Münstereifel. Ich bin mit Kühen groß geworden. Ich kann mir eigentlich auch nichts anderes vorstellen, als mit Kühen zu arbeiten. Kühe reagieren auch immer sehr empfindlich auf verschiedene Dinge. Es macht Spaß zu sehen, wie sie groß werden. Es ist eigentlich alles drumherum. Wie man sieht, wie der nach einem ins andere greift, wie die Kuh sich auch glücklich fühlt. Ich habe ein bisschen Hobby. Das ist einmal die Filmerei bei mir auf YouTube. Ich habe auch zwei Vlogs, wo ich schreibe. Und ja, das ist einfach so mal was anderes, was nicht ganz alltäglich ist. Dass man einfach nicht nur die Arbeit hat, sondern auch mal was anderes sieht von der Welt, als immer nur Arbeit. Wir sind schon auf einem sehr hohen Niveau bei uns. Wir melken jetzt 11.500 Liter pro Kuh im Jahr. Und alles, was mehr wird, ist Zubrot. Wir versuchen eigentlich zu halten. Und alles andere, was dazu kommt, ist schön. Aber ich denke mal, bei so einer hohen Leistung ist das in Ordnung, wenn man sie erstmal hält. Da wir hier ein reiner Grünlandstaat noch, oder fast nur Grünland haben hier, ist das für uns sehr wichtig, weil umso mehr Milch die Kuh aus dem Grundfutter gibt, umso mehr Leistung oder umso mehr entsprechend Geld haben wir auch am Ende des Jahres im Portemonnaie. Ja, wir haben ja schon ziemlich viel automatisiert hier mit den Melkrobotern, den Futteranschieberroboter, den Spaltenroboter. Jetzt die Faseranlage ist jetzt nochmal ein nächster Schritt für den Betrieb. Und ich denke mal, die nächsten Schritte hier auf dem Betrieb, die sind auch schon eine Planung. Aber alles kommt dann Step by Step. Ich habe mich für Bosch-Beton entschieden, weil es hier in den bei meiner Kollegin eigentlich den besten Ruf hatte, die Wände. Und da haben wir auch nachher nicht so viel darüber diskutiert, sondern haben einfach gesagt, wir nehmen diese Wände, weil sie uns auch gut gefallen haben, wo wir die Mose mal gesehen haben. Ja, lief eigentlich fast schon zu gut. Der Unterbau war dann auch sehr top und die Wände waren auch zum Glück eins wie das andere. Ja, und somit hatten wir in anderthalb Tagen hatten wir dann die ganzen Wände stehen und konnten auch dann direkt weiter mit den nächsten Arbeiten machen. Der Milchviehbetrieb wird in 10 Jahren, denke ich, oder hoffe ich, vielleicht etwas größer sein. Vielleicht hier am Stall noch ein bisschen Anbau machen für eine Strohbucht. Etwas kleinere Schritte, nicht mehr gerade so die großen Schritte wie jetzt mit dem neuen Stallbau und mit dem Silobau. Aber ich denke mal, der Betrieb wird sich in irgendeine Richtung weiterentwickeln.